Hast du was gegen Dicke? Nee, halt von der Anzahl viel mehr Leute. Ach Mann, ey, Gemeinheit. Ich schaue mir mal kurz die Posten an, Björn. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Offline-Tower mit was dran noch. Leichenflatterer hier. Ja. Ja. Achso, und ich sehe gerade hier, das hat den Jump Bridge. Star. Ist eine Jump Bridge? Ja. Schade, ich habe von Vale keine Jump Bridge Map, keine aktuelle. Die Tore sind alle aktiv, die haben alle ein Force Field. Ja, dann kannst du es lassen, die abzufliegen. Also Alfred, wenn drüben irgendwie so ganz viele reinkommen, so sagen wir mal mehr als 10. Im Moment ist eh nur einer drin. Und er ist gerade reingeschaut. Ja, dann schrei ich. Wunderbar. Bin ich jetzt alleine hier am E-Pi Gate oder sind hier noch Nein, andere? da sind alle anderen noch. Man fühlt sich so ein bisschen verlassen mit den ganzen Ja. Trophy, ne? Stehe ich jetzt noch richtig? Also nicht, weißt du, so, Muffin, du los, bist geht hier ihn Cloak? an, geht Ah, ihn an! okay. Und dann bin ich der Ja, Einzige, der Tor, die Cloak komm hier und dann. durch. Oh, er kommt durch, versucht ihn zu tackeln, versucht ihn zu tackeln. Die umkreisen. Versucht die Viata zu grillen. Versucht sie zu grillen, versucht sie, versucht sie, versucht sie. Versucht zu kriegen. Weg. Spät. Na. Dann wieder cloaken. Wir können es immer noch in der anderen Bubble versuchen. Stimmt, vielleicht ist er direkt geworbt. Ihr könnt einmal rüberwarpen. Ich glaube nicht, Das dass ist er nur direkt selber. geworbt ist. Oh, weiß man nie. Manchmal Ich sind glaube, die sind die. trotzdem nicht. Da ist. Wir haben nochmal einen mehr drin. Warp bitte nicht alle auf einmal rüber. Ein paar sollten dann hier bleiben. Hier ist der nächste, der reinkommt. Kommt in Meine der Reaper durch. Falcon. Das ist der. Horb. Horb, du Ja. stellst dich mal. Warpst mich mal an. Auf 10. Und warpst dann das Gate auf. Von mir aus auf 50 an. Dann Ja. müsstest du ziemlich cool stehen, dass du im Optimal für Jammer bist, wenn, falls was in der Bubble ist oder direkt am Gate durchspringt. Viator ist durch. Ja. Wir haben Wie habt ihr aber. das gemacht? Und die anderen kommen dann wieder zurück und ihr könnt dann immer über mich dann auf 10 wieder zurück zum Gate, damit ihr nicht in der Bubble hängt. Oder eigene Bookmarks nehmen, falls ihr sich selber welche gemacht habt. Wieso ist die Viator hier nicht in der Bubble gelandet? Ne, weil die Bubble ein bisschen abseits steht, die andere. Eigentlich nicht. Nicht? Die ganzen Bomber sind alle drin gelandet. Die Bomber sind alle gepult worden. Eine Cheater-Viator. Ich bin vorbeigeflogen. Echt? Oh. Du bist auch. Mike, du bist nullified. Okay. Du bist Bubble. Also ich bin Du bist Bubble Hund. immun. Du. Dich kann keine Bubble catchen. Reaper am Gate. Reaper. Ausschalten. Ja klar, nimmst du. Alles killen, was durchspringt. So. Das ist eigentlich die perfekte Ecke, wo ihr rausgekommen seid. Ja, deswegen Also hier. ich stehe jetzt 50 am Ja, Gate, die Reaper aber ist. 100. Macht sie kaputt, alles auf die Reaper. Bin ich schon platt. Jo. Ich stehe noch zu weit weg von der Versucht die Bubble, hab gerade Bubble. festgestellt. Versucht den Pot zu kriegen. Die Okay, spielt. Pot ist weg. Dann Ja. macht das Wrack kaputt. Schießt das Wrack weg. Weil sonst so, wenn viele Wracks nachher hier sind, das verrät uns nämlich sonst, das ist doof. Und in dem Wrack ist nichts drin. Und dann wieder cloaken. Und wieder auf 7500 und kreisen. Ich fliege noch ein bisschen näher an die Bubble ran. Ich bin 105 Kilometer von der Bubble weg. Ist okay. Coole Sache auf jeden Fall. Siehst du? Ey, ich find's gut. Sind wir auch wirklich gut rausgekommen. Können wir Cloaky Gate Camp machen, bis unser Hunter was findet? Der Pot ist hier. Ja, ist schon weggeworfen. Ist ja weggeworfen, der Pot. Ist wieder in eure Richtung geworbt. Ich glaube Richtung Planet 2. Nee. Der Tengu? Tengu, aufschalten, 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 aufschalten. Ist schon durch. Geklopt. Oh. Nee, ist geklopt, nicht durch. Und wieder kloken. Tengu Hells More ist bei mir. Was, wer?
Die Tengu, Hell's Moor, die ist bei mir. War recht durch. Eine Ortorus habe ich hier am Obergate. Eine Ortus? Und es. Ja, die ist am Obergate direkt, auf 0. Ortus. Oh Gott, was war das? Die. Das ist nicht mal das Legion. Die müsste von Planet 9 oder so kommen sein. Jetzt warpt die Richtung Ipegate. Ja, ihr bleibt mal bitte da und wir warten mal. Bitte lass mich ein paar Bilder. Da müssen wir aber aufpassen, weil unsere Bomber sind extrem anfällig gegen diese Mordus Legion Schiffe da. Da muss die Falcon sie blind schalten, sonst war es das für unsere Bomber. Deswegen, also Hawk, jetzt kommt es auf dich auf jeden Fall drauf an. Er ist auf dem Spot gelandet, 300 über mir. Ja, da landet der nirgendwo drin. Die haben alle über dem Gate Spots, ne? Ja. Es sind immer alle über den Spot, über den Gates. So. Aber sind der die Breacher ist am Obergate. Weg unten hinterm Gate ist immer der beste. Ja, ich hab auch immer hinterm Gate. Also so Planet hinterm 9. Gate, dass da nichts ist, was man antworten kann. Loki am Obergate ist gekloppt. Ist Plani 9 über uns oder wo ist Plani 9? Plani 9 ist, wenn du auf Obergate guckst, links. Nein, wenn du auf Obergate guckst, ist es links, müsste es von dir sein. Auf die Karte gucken. So. Vorsicht, die Ortus wobbt nicht weg, die steht hier noch am Gate. Also Planet 9 scheint der Standard-Jump-Umweg zu sein, vielleicht sollten wir den pullen. Ja, ist glaube ich gar keine schlechte Idee. Aber es ist Unsinn, weil es gibt hier so viele Monde und so bei uns hier am Gate. Warum also am Obe... Planet 9 nehmen? Am Obe-Gate ist irgendein Planet, da steht eine Large-Bubble. Da bin ich vorhin drin gelandet. Ja, die meisten fliegen Visual und gucken sich den Cluster an. Oh, wir haben ja echt viele Systeme, wo wir hinspringen können von hier aus. Mhm. Unser Hunter wieder da? Nee, ich war noch gar nicht weg. Guck dir mal Y0-BVN an. Da sind momentan 10 Leute im Space. Ich bin gerade auf dem Weg nach O5R. Ja, ich link dir das System trotzdem mal rein. Jo. Vielleicht erwischt man da was, das könnte sein, dass das so ein Mining-System ist. Ja, da bin ich ja sowieso. Die Ortus kommt zurück. Wollen wir die angreifen? Nein, bitte nicht. Kommt jetzt durch? Wir haben keinen Scram, die warpt uns weg. Also die burnt zu schnell raus. Doch, ich hab Scram. Oh, wenn er einen Scram raufkriegt, dann ist er tot. Ansonsten lasst es sein. Die schon wieder weg. Jo. Falls jemand in die Kopf. Ich kann direkt mal runter nach. Du hast wieder direkt in. Ansonsten, das System ist auch noch gut. Jo, das steht als nächstes auf meiner Liste. Also hier sind relativ viele. Du musst halt gucken, 7,2 Lichtjahre. Du wirst jetzt auf deiner Karte wahrscheinlich noch PBD sehen. Das kannst du vermeiden, weil da komme ich nicht hin. Das ist ganz leicht raus. Na, wir gucken erstmal. Zur Not einen Gatejump nach Ipay machen. Ja, das können wir auch mal machen. Ansonsten, das System ist auch noch ganz nett. Da sind auch richtig viele drin, die leuchten alle so fröhlich umher. Guckst du bei Eve die Map? Player in Space? Oder wie? Genau. Ich guck immer Player in Space. Dotland ist da nicht so aktuell wie die Player in Space Karte. Dotland aktualisiert bloß noch alle Stunde. Und die Eve Map alle halbe. Das sind immer aktueller. Wie sind die Regeln, wenn man auf Toilette muss? Kann man ja einfach getarnt, dann los. Na, du sagst einfach, du musst auf Klo und dann warpst du irgendwo auf ein Safe. Also ja, niemals bei der Flotte bleiben.
Bei sowas könnt ihr immer dann, wenn es die Susi auf 100 anwarpen. Genau, Susi Sanji auf 100 anwarpen, wenn ihr auf Klo müsst, und wenn geht er auf Klo und geklogt hinwarpen. Und schreibt einfach im Chat dein Klo rein, dann wissen die Leute Bescheid. Biobreak. Ich bitte nach. Ja, BP. Von mir aus, ich gehe auch auf Scheißhaus, bis gleich oder so. Bleib so ganz lang mega abseilen. Oder wie war das mit dem Wurmloch und Dings pressen? Ja, ja, man Carrier das Wurmloch pressen. Nee, das heißt, Revenant durchs Gate springen. Nee, eine Revenant durchs Wurmloch pressen, hab ich gesagt. Das ist doch ein Carrier. Oder ihr schreibt einfach das. Das ist ja zu einfach. Das kann ja jeder. Kurz auf Klo. Haben wir Intel in was Cassi sitzt? Das war die Ortus, oder? Müsste, ja. Vagabond kommt rein. Die Vaga könnte grillen. Der Kollege ist vorhin schon von mir abgehauen. Gut. Sobald die Vaga die cloakt, pointen, holt euch die Vaga, alle auf die Vaga, Und Gems auf die Vaga, Ihr könnt jetzt versuchen, die auf einem anderen Gate, vielleicht landet deine Bubble. Aber nicht alle. Also die Tech 3s bleiben hier am Gate, die Bomber können rüber und gucken, ob sie drüben erwischen. Und die Felke. Was? Wenn die Felke nicht mitwarpt, dann grillt er die Bombe. Ja, ne, deswegen sage ich ja, die Felken warpt immer mit den Bombern dann mit. Ja. Muss jetzt hier. Ja. Ja, du musst dann agieren. Also du bist der Schutz für unsere Bomber. Wenn die Bomber warpen irgendwo hin, dann warpst du mit den Bombern auf jeden Fall mit. Ich finde, wir sollten das ansagen, wenn wir warpen. Richtig. Am besten der Reclaw sagt es an da. Oder der Faldor oder. Käst euch da aus. Okay, ich bin neben der Vagabond in der Bubble. Die ist aber sofort durchs Gate. Die burnt mit Vollgas. Ja, versucht es zu kriegen, Nee. Nee, das schon glaub ich nicht. Schon. Okay. Na, ich vertraue Mara da. Wenn Mara sagt, kriegt man den, dann kriegt man es nicht. Also ich glaube, war ein bisschen geschockt, als da plötzlich alles gecloakt ist um sie herum. Ich hab eine schon. Oh, die Scheiße, die geht mich an. Was? Die geht uns an. Geht uns an. Rüber, Jam. Alle rüber. Jam und die Tech 3 ist rüber. Bin unterwegs. Tech 3 rüberwoppen. Tech 3 rüberwoppen. Lass euch nicht platzen mit dem Ding. Nach IPJ. Ans Obergate, alle ans Obergate woppen. Auf 0. Und. Beziehungsweise auf die Bombe woppen. Und Jams raus. Jam die ja, raus. Ja, bin doch dabei. Und dann mach ich. Bin schon down. Ah. Was? Wie stark kommt. Im Zweifelsfall, wenn es zu krass ist, dann warpt auf dem Safe, weil ihr habt einen Warp-Kurs-Step drin. Die Black Ops bleiben einfach hier an Gate, immer bei mir. Und hier ist irgendwas die Cloaks. Ja, das warpt klar. Das war die Sinn. Alles gut, die weg, ich bin hier 50 hin. Hälfte Schild bei der Vagabond. Obergate. Auch ein bisschen mehr Damage, sonst wird es gar. Oh, die macht mich down. Warp denn raus, statt weiter drauf zu bleiben? Ich bin gescrambled. Doppelpoint. Ja, ein Doppel-Longpoint. Boah, wie mies ist das? Glaube ich. Die muss doch jetzt mal kaputt Schild. Gehen hier. Ihr müsst eine Vaga doch kaputt kriegen. Ich hätte übelst einen Rap. Und schau doch mal mit drauf. Haut mit drauf. Wen kann ich anwuppen? Wer ist in der Nähe von der Vaga? Hier ist die Ishtar. Die Ishtar ist jetzt hier drüben am Gate angekommen. Ich hab Scram auf der Vaga. Boah, der rappt sich voll wieder hoch, ey, krass. X für den Wop. Der hat nichts Latsch drauf. Aber ich sterb, ja. Der müsste gleich leer sein. Ja, der hat garantiert einen Anzieh drauf.